Hallo und willkommen hier zurück bei Franbo. Ja, wir sind jetzt unten im Keller irgendwie gelandet, schätze ich. Und mal gucken. Was ist denn die Überraschung? Lügen in einer Box. Ja, genau, das haben wir schon rausgefunden. Die Duotine-Pillen sind eigentlich gar keine richtigen Duotine-Pillen, sondern irgendwelche anderen. An diesem Ort verliert man wirklich seinen Kopf. Hoffentlich kann ich flüchten, bevor ich meinen verliere. Gehen wir erst mal. Ja, die Tür ist verschlossen. Immer noch verschlossen. Da hat sie echt große Angst gerade. Aber wir haben ja einen Schlüssel noch dabei. Wenn du kämpfst, wirst du wissen, dass ich es war. Ich werde in jeder Ecke sein, um dich leiden und weinen zu lassen. Wenn du mir nicht gehorchst, wird das Leben deiner Katze enden. Mr. Midnight? Oh, mein liebes Kätzchen, wir werden bald wieder zusammen sein. Versprochen. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich so sehr. Warum gehst du? Bitte lass mich nicht allein, Mr. Midnight. Okay. Am Ende des Labyrinths, Fran. Ach herrje, doch durch den Labyrinth kommen. Ich bin schon wieder umgekippt. Ob meine Träume wohl wahr sind? Das Monster lässt mich nicht nach Hause gehen. Wenn ich das Labyrinth finde, finde ich auch Mr. Midnight. Ja, wir haben ja die Tür aufgeschlossen. Ah, überall Fliegen und Blut und eine Knochensäge? Was? Der Operationssaal, da will ich nicht rein. Riecht wie vergammeltes Fleisch. Bäh! Ich will nicht, dass die da drin mit meinem Kopf spielen. Ich kann auch mal die Pillen einwerfen. Ja, war klar. Wer ist das? Entschuldigung, wachen Sie auf. Ja, bestimmt. Du kannst nicht die beschuldigen, die unwissend sind. Aber du kannst nicht die Unwissenheit entscheiden lassen. Das Leben wird es dich lehren durch Schmerz und Tränen. Mein Pfad zum Leben wurde mir verweigert. Ich wurde noch nicht geboren, aber ich lebte. Ich warte auf eine Mutter, die mich liebt. Ah, können wir jetzt da durchgucken? It what? Ich weiß nicht, was das heißt. Was steht hier denn? Oh, Junge, warum ist dein Gehirn denn draußen? Ist es da drin zu warm? Er antwortet nicht. Oh, Schande. It ward. Natürlich zwei Teller, das sind ja auch zwei Leute. Oh nein, armer Mädchen, ich hoffe, es geht ihm bald besser. Ich schätze, hier wurde dann das neue, verbesserte Duotein getestet. Ja, ich habe den neuen nach oben gebracht. Nein, habe ich nicht gesehen. Der Schlüssel zum Keller? Nein. Und im Büro des Doktors? Er hatte mal einen Schlüssel dort. Beruhige dich, der Schlüssel ist nicht hier. Klar, ich lasse dich wissen, wenn er auftaucht, aber du musst dich beruhigen. Ja, ich bringe ihn dir, wenn ich ihn finde, okay? Tschüss. Ihr sollten wir uns eigentlich nicht sehen lassen. Ach du lieber Himmel, ich kann es nicht glauben. Ich bin schon an der Rezeption, das ist großartig. Aber die Schwester, ich muss sie loswerden. Bevor wir was tun, wir werfen erstmal die Pillen ein. Aha, ja.
am Ende des Labyrinths. Genau das hat Mr. Midnight mir gesagt. Ich frage mich, was am Ende des Labyrinths ist. Was auch immer es ist, ich hoffe, ich kann mein Kätzchen finden. Oh, das kenne ich. Mein Lehrer erzählte uns davon. Das ist, wenn verrückte Eltern ihre Babys schütteln. Mistkerle. Und wenn die Babys inbluten, viele sterben. Oh, sie sind ganz mager. Pfui. Warum hängen sie da oben? Sind sie auch eine Schwester? Ich hätte gern den Faden. Oh Gott. Oh mein Gott, bist du okay, kleines Baby? Ist das deine Mami, die da oben hängt? Vermisst du sie? Ich vermisse meine Mami auch. Boah. Das heißt, ich schätze mal, die Sekretärin hier scheint schwanger zu sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, es geht die ganze Zeit mehr so um Kindesmissbrauch. Ja, erst der komische Wachmann, dann... Ach nee, ist irgendwie ganz schön viel. Mal gucken. Das Schlüsselbrett hat keinen Schlüssel am Brett. Ich überrasche sie einfach, wenn sie nach Hause kommt. Oh, ein Liebesbrief. Lieber Pete. Hä, eklig. Also hier sieht scheinbar doch nichts aus, als könnten wir hier viel machen. Wir stehen wieder hier. Dieses Gerät. Oh, die Notiz, die ich habe, sagt etwas darüber. Was soll ich tun? Ach du lieber Himmel, ich kann das nicht glauben. Ich bin schon an der Repetition, aber die Schwester. Achso, was soll ich tun? Achso, ich dachte, da kommt jetzt irgendwas, was ich gerade redet. Genau, wir haben hier Alarmcode. 17. Dezember? 25. Juli. 17.12. 25.07. Weiß jetzt nicht, die Zahlen, die hier durchgestrichen sind, ob man das jetzt irgendwie jetzt noch berechnen muss oder so. Ja, was ist mit der Schwester? Frau Krankenschwester, ich hoffe, Sie müssen bald auf die Toilette. Können wir nicht das einfach irgendwo liegen lassen? Dinge ausprobieren ist gut, aber in diesem Fall hilft es nicht weiter. Der Meinung, wir können das bestimmt hier irgendwie. Ach, vielleicht dann... Machen wir das so. Ganz gezielt. Das kann ich nicht tun. Ach, Manu. Ach. Ich dachte, das wäre es jetzt. Aber können wir nicht die Zimtschnecke geben? Oder... Selbst wenn es klappt, wüsste ich nicht, wofür es nützen würde. Ja, sie hat ja gemeint, sie ist ganz mager. Vielleicht braucht sie echt mal was zu essen. Ich bin nicht clever genug, um eine andere Lösung zu finden, glaube ich. Das Tuch können wir halt auch nicht nochmal aufnehmen. Wenn wir das einfach in den Magen tun würden, ne? Das wäre eigentlich schon ganz schön cool. Das klappt halt nicht so, wie ich es mir gerade vorstelle. Sofa? Wahrscheinlich. Hier ist denn das hängende Skelett? Nee, das ist so auch nicht richtig. Wir dürfen uns im Prinzip auch nicht bewegen, deswegen dachte ich schon vielleicht den Schrank. Was ist hier eigentlich? Oh, also bin ich immer rumgegangen. Genau, das ist, glaube ich, die verschlossene Tür noch. Ach, oh, ich habe das Brett gar nicht gesehen. Okay. Operationssaal. Patient Robert Clark. Psychochirurgie, Prozedur, Lobotomie. Also doch am Gehirn. Dr. Roman Bates. Beobachtung, fehlgeschlagene Betäubung. Der Patient wachte bei Erreichen des Frontallappens auf. Die Prozedur wurde vollständig abgebrochen. Gott. Das ist auch so eine richtige Angst, die bestimmt jeder haben könnte. Man einfach aufwacht, während einem rumoperiert wird. Da will ich nicht rein, aber das sieht so spannend aus. Menno. Was ist eigentlich mit diesem It-Wort? Das kann ich mir noch nicht so ganz erklären.
Auch wenn man die Buchstaben vertauscht, wüsste ich nicht, was das jetzt irgendwie Sinnvolles ergeben soll. Ach, Manu. Die netten Leutchen haben auch nichts Neues zu sagen, glaube ich. Ja. Ach, hier kommen wir zwar hier hin, aber da können wir nicht mit der Schalttafel interagieren. Das ist halt nicht gemein. Vielleicht können wir einfach den Schlüssel da hängen, weil sie meinte ja, wenn er auftaucht, wird sie sich darum kümmern. Ach, genau. So, das hätten wir. Ich hoffe, die Schwester sieht den Schlüssel. Ja, bitte. Ach so, wir können ja einfach... Oh, der Schlüssel war doch hier. Ich bringe ihn lieber zurück. Ach, jetzt... So. Jetzt ganz schnell zur Schalttafel. Ach, ich hab gut bei. Mist. Vierstelliges Passwort. Okay, ich guck mir ganz kurz nochmal. No. Könnte das jetzt passieren? Ja gut, ich glaube, wir addieren einfach, oder? 17 plus 12. 18, 19, 29. Und ich muss mir das mal eben aufschreiben. Ich muss mir das alles einzeln aufschreiben, weil ich glaube, ich werde es nicht gleich lösen beim ersten Mal. Und ja, was haben wir denn noch? 25.07. Und dann haben wir dann den 32. Also vielleicht klappt das ja. Also ich bin mal echt gespannt. Meine komische Theorie hier funktioniert. 2932. Ja! Ach, ich bin die Beste, die Allerbeste. Ich freue mich auch gerade riesig. Ich habe gerade das Gefühl, erst gehabt irgendwie so, Mann, ich schaff's nicht mehr. Puh, okay, ganz schnell. Die Tür ist ja nur für 2 Minuten offen. Oh. Du kleines Miststück, dafür wirst du bezahlen. Du cleveres kleines Mädchen. Glaubst du, du kannst einfach gehen? Nein. Was? Das kann nicht sein. Nein! Mr. Midnight! Ich muss ins Labyrinth kommen. Das ist vor allem wieder Mr. Midnight-Puppe. Das ist schon... Oh Gott. Ist nicht sein Kopf abgegangen oder so? Oh, okay. Ich würde sagen, wir folgen ihm einfach direkt, ne? Nicht so schnell, Mr. Midnight! Oh, da komme ich doch bestimmt nicht vorbei, oder? Ja. Oh, Gottes Willen. Okay, ich verstehe schon, das wird hier nicht ganz leicht sein. Schönes Minispiel auf jeden Fall. Ja, aber da müssen wir halt aufpassen mit dem bösen Monsterchen, ne? Da müssen wir halt einen Umweg gehen. Oh Mann, oh. Ja, das war's. Und schon haben wir mit einem verloren und sind selber hier. Ich höre ihn. Mr. Midnight? Ja, Ende Gelände.
Also er ist ja irgendwo ganz fancy unterwegs, aber naja. Wo ist er hin? Aber mir gefällt das auch von diesen einzelnen Kästchen irgendwie. Ich finde das echt hübsch gemacht. Jetzt schnell hier rüber. Wir hätten ja auch hier lang gehen können. Also ich schätze einfach Hauptsache weiter nach oben. Oh Gott. Nein, da rein. Ja! Oh, I found my way out. Am Ende des Labyrinths findest du die bösen Wesen der Nacht. Sie werden dich jagen, sie werden lachen. Aber es wird immer eine gute Seite geben. Eine Katze voller Muttern und Schrauben wird immer dein Lotse sein. Nein, unser Bild. Kapitel 2, Teil 1, Symptome der Neugier. Oh mein Gott, das war knapp. Ich hoffe, die Wachmänner finden den Kanal nicht. Ach, oh, was ist das für ein Ort? Ich hoffe, ich finde Mr. Midnight schnell. Es ist gut, einen gemütlichen Ort zu haben, an dem man bleiben kann. Oh nein, dein Arm fehlt. Zum Glück blutest du nicht. Wow, ein Klavier. Das klingt alt. Eine Geisterlady? Okay. Können wir die einfach so nehmen? Neugier ist verflucht. Verfluchte Neugier. Oh, ich mag es, neugierig zu sein. Wie soll man denn sonst etwas lernen? Aber was seid ihr? Ihr seid selbst irgendwie neugierig. Was? Ist die richtige Frage. Aber warum? Wäre angebrachter. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Ich will nur den Schlüssel. Oh, aber das ist nicht unser Schlüssel. Und deiner sicher auch nicht. Extra-Schlüssel sind gut. Bitte gebt ihn mir einfach. Ich will wissen, welche Tür er öffnet. Ist uns völlig egal. Die Zuneigung zu dir ist einfach nicht vorhanden. Ihr seid sehr ehrlich. Ich mag das. Ich bin ein Mensch. Fran. Schön, euch kennenzulernen. Interessant. Erzähl uns mehr. Ich habe eine Katze. Naja, hatte. Er ist weg. Ich muss ihn finden. Wirklich? Ja, wirklich. Gebt mir jetzt bitte den Schlüssel. Sieh, Mensch Fran. Wir kamen aus dem Süden. Wir flogen. Wie immer. Und keiner von uns interessierte sich für den Schlüssel. Und alle von uns stecken hier fest. Und wegen unseres langen Haars kommen wir nicht frei. Verstehe. Ja, ihr habt langes Haar. Kann ich euch helfen? Wir bleiben oft an Bäumen hängen, aber dafür haben wir etwas. Einen wunderschönen Kamm, um unser Haar zu kämmen, wenn wir festhängen. Gebt mir den Kamm und ich bringe das in Ordnung. Da gibt es ein Problem. Ein dreckiger Dieb stahl den Kamm. Jetzt hängen wir hier für immer fest. Wenn du den Dieb und den Kamm findest, bekommst du den Schlüssel. Abgemacht? Ja, aber wie sieht er aus? Es ist eine Ratte. Eine dreckige, narzisstische Ratte. Er nahm den Kamm, um hübsch zu werden. Stimmt das, was man am Anfang noch gesehen hatte. Wir konnten nicht viel tun, also rannte er mit dem Kamm fort. Bitte und finde ihn und befreie uns von der Neugier. Ich gebe mein Bestes. Wir werden hier sein und warten.
Aber was ist das in Wirklichkeit? Gar nichts. Oh, mein Baum. Hallo, Baum. Hm. Ist ja geil gemacht, ey. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon so. Ich mag dieses Spiel weniger. Riesige Kellerasseln und Sachen. Wow, das ist ein echt großes Insekt. Oder ist es ein Schwein? Wie auch immer, es ist sehr komisch. Ja, hier sind sie natürlich weg. Hier ist gar nichts mehr weiter. Aber diese Adern auf dem Boden finde ich schon ein bisschen geil. Ja, wir reden doch mit dem riesigen Ameisenmann. Oh wow, du bist wirklich eine große Ameise. Wer ist da? Oh, entschuldige. Bist du nicht real? Ah, du fragst immer das Gleiche. Immer. Immer? Was meinst du mit immer? Natürlich bin ich real. Wo bist du hergekommen? Oh, ich bin aus der Nervenklinik geflohen. Aber bitte verrate es niemandem. Ich verrate es nicht. Keine Angst. Aber was tust du hier? Ich habe wirklich schlimme Dinge erlebt. Aber jetzt suche ich meine Katze. Eine Katze? Ja, eine schwarze Katze mit großen gelben Augen. Mr. Midnight. Oh, verstehe. Tut mir leid, Mädchen. Oh, du hast ihn also nicht gesehen? Es ist so, dass die Katze gefressen wurde. Gekaut und runtergeschluckt. Gefressen? Was meinst du damit? Die schwarze Katze, die auf mich zugerannt kam. Ich fange ihn. Ich gebe ihm mein Käferschwein. Mein Käferschwein ist hungrig. Oh, mein armes Käferschwein hat seit Tagen nichts gegessen. Die Blaubeerenzeit ist vorbei und wir haben sie alle gegessen. Aufhören, verstehst du nicht? Mr. Midnight ist alles, was ich habe. Bitte sag mir, dass du nur Spaß machst. Oh, kleines Mädchen. Nicht weinen, ich kann für dich singen, wenn du magst. Was soll ich jetzt tun? Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, alleine zu sein. Doch, ich weiß es. Ich bin der letzte Überlebende. Lass mich dir helfen, ja? Wie könntest du mir überhaupt helfen? Die Verdauung ist nicht so schnell. Vielleicht lebt er noch im Käferschwein. Sollte ich etwas tun? Das Käferschwein zum Erbrechen bringen vielleicht? Töte das Käferschwein. Er ist mein einziger Freund, aber ich brauche das Fleisch. Du bist ja gestört. Dein Käferschwein-Freund töten? Ich kann das, ja. Tu es, du kannst das Käferschwein töten. Und ich, Antonio der Größte, werde das Fleisch essen. Ich habe einen grünen Stift. Ah, das macht mich wütend, wenn du das nicht hast. Komisches Kriegerisch. Ist jetzt eingeschlafen? Aber ja, wir hören an der Stelle auf. Wir gehen beim nächsten Mal ein bisschen tiefer in den Wald und versuchen, das Käferschwein zu töten. Hat der wirklich Mr. Midnight verfüttert? Ich fasse es nicht. Ja, dann bis zum nächsten Mal bei Franbo.